Dieser Mann war als Torhüter ein Phänomen. Zwar stand Perry Bräutigam stets ein wenig im Schatten der Titelhelden oder Superstars, und doch gelang ihm etwas, was nur wenige Profis erleben dürfen. Auf höchster Ebene, 20 Jahre lang im Geschäft, und das noch mit einer Besonderheit. Es gab natürlich damals Peter Ducke, vielleicht unser bester Stürmer, den die DDR hatte, in Eberhard Vogel, in Rainer Schlutter und Kreiche und was weiß ich nicht alles. Alles begnadete gute Fußballspieler. Die haben das nicht erleben dürfen, die durften nur in der DDR spielen. Wir, unsere Generation, in Andi Thurm, Ulf Kirsten, Thomas Doll, Rainer Ernst, ich, wir haben das Glück gehabt, wir durften sowohl die DDR-Oberliga erleben und durften die Bundesliga noch erleben. Das ist für mich einfach fantastisch gewesen. Magdeburg im Februar 1990. Zum Rückrundenauftakt der DDR-Oberliga überrascht der FC Carl Zeiss Jena mit einem starken Perry Bräutigam im Tor den alten Rivalen mit einem 2:0 Auswärtserfolg. Das Thema auch in Magdeburg aber ist noch immer die kurz zuvor erfolgte EM-Gruppenauslosung für die Endrunde 1992 in Schweden. Wenig Glück bei Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft. Die DDR wird in Gruppe 5 um den Einzug in die Endrunde in Schweden 1992 kämpfen. Wir haben gejubelt. Ja, also zu dem Zeitpunkt war ich ja dann auch die Nummer 1 in der DDR. Ich hätte vor Freude an der Decke springen können. Eine bessere Auslosung hättest du nicht kriegen können. So im Fokus zu stehen, zwischen der BRD und der DDR noch einmal, und man kennt ja dieses WM-Spiel von 74 noch, ich habe es als Kind noch miterlebt. Also das wäre für mich eine unheimlich super Gruppenauslosung gewesen. Da sich nur der Gruppenerste qualifiziert, gilt unsere Mannschaft als krasser Außenseiter. Ich glaube, dass wir mit dieser Nationalmannschaft, die wir damals hatten, ein wahnsinnig schwerer Gegner gewesen wären. Wir waren alle Spieler, die dann den Weg auch in die Bundesliga gefunden haben und dort nicht nur mitgespielt haben, sondern wirklich führende Kräfte mit gewesen sind. Aufgewachsen ist Perry Bräutigam in Altenburg. Seit jeher gilt die Skatstadt auch als Fußballhochburg, war 1949 sogar Gründungsmitglied der DDR-Oberliga. 1969 erlebt Klein Perry an der Hand des Vaters das Spiel der Spiele im Leninstadion mit Uli Hoeneß und Paul Breitner. Die Junioren aus dem Westen treffen im Rahmen der U18-Europameisterschaft auf Spanien. Die damals gut 20.000 Zuschauer bedeuten bis heute Rekordkulisse in Altenburg. Klein Perry ist besonders von den Keepern angetan. Kurz darauf wird er bei der BSG Motor angemeldet, will nun auch Torhüter werden. Im Sommer 1974 ist auch Perry Bräutigam im WM-Fieber. Doch er ist in der Zwickmühle. Bei der WM sind nämlich zwei deutsche Mannschaften dabei. Ich habe schon auf den Jürgen Kreu geguckt. Der war ja jahrelang der beste Torwart. Mein ganz großes Vorbild war aber eben der Sepp Maier. Der hat Weltklasse gehalten und hat aber auch den bisschen Spaßfaktor mit drin gehabt. Also er hat dann eben doch mal ab und zu bei einem Spiel was Lustiges gemacht. Er hat mich einfach begeistert mit der Art, wie er gespielt hat. Und ich habe dann Zeitungsartikel ausgeschnitten, die halt in unseren Zeitungen halt so drin waren, und habe dann meine eigenen Berichte darunter geschrieben. Und dann habe ich halt den Franz Beckenbauer und Sepp Maier immer sehr lobend erwähnt. Ich habe auch das Trikot dann nachgemacht. Meine Mutter hat mir einen blauen Pullover gekauft. Da habe ich ein gutes schwarzes Hemd, weil der hat ja dann diesen hellblauen Pullover mit den schwarzen Kragen drunter gehabt. Das habe ich mir dann zurechtgeschneidert. Meine Mutter ist bald nicht mehr, aber die ist total verrückt geworden, weil das waren ja zu DDR-Zeiten sehr gute Sachen. Aber so habe ich mich dann erst vorgestellt. Und dann habe ich bei jedem Kleinen, wenn wir draußen gespielt haben, ich war halt immer Sepp Maier. 1979 wird der 17-Jährige in die Männermannschaft hochgezogen. In dieser Zeit pendelt Motor zwischen zweit- und dritthöchster Spielklasse. Perry Bräutigam ist kaum zur Nummer 1 in Altenburg geworden. Da klopft auch schon die Oberliga bei ihm an. Dann kam auf einmal Hans Meyer, der mich unbedingt nach Jena holen wollte. Jena gehörte zum Bezirk Gera. Und ich hätte aber aufgrund des Einwohnergebietes gehörte zum Bezirk Leipzig und hätte zu Lok Leipzig wechseln müssen. Da wollte ich aber nicht hin. Erstens war da eben ein René Müller, der nur 4, 5 Jahre älter ist als ich, der alle Auswahlmannschaften durchlebt hat. Da weiß man ja auch, dass der immer wieder die Chance bekommt zu spielen. Und in Jena war halt ein Torwart mit dem Hans-Ulrich Grabentin, der 39 war, wo die biologische Uhr getickt hat, wo du wusstest, da ist irgendwann mal Schluss. Dann hat man mir natürlich das Messer auf die Brust gesetzt, vor die SED-Kreisleitung geschleppt, und dann hat man mir eben gesagt, Barry, du spielst nie wieder Fußball, wenn du nicht zu Lok Leipzig kommst. Bräutigam geht nach Jena, wird aber für ein Jahr gesperrt. Dazu untersagt man ihm sogar die Teilnahme am Mannschaftstraining. Doch er verfolgt weiter konsequent seinen Weg.
Im Frühjahr 1985 gibt er schließlich sein Debüt in der DDR-Oberliga und gehört bis zur Wende zu den besten Torhütern des Landes. Als Müller und Weißflug den Platz im Auswahltor räumen, rückt der inzwischen 27-Jährige nach und kann es selbst kaum fassen. Die DDR hatte ja damals auch recht gute Torhüter gehabt. Also da gab es eine lange Tradition. Gerade wenn man auch auf die bei Carl Zeiss Jena zurückblickt, mit dem Fritsche, mit dem Blochwitz, mit dem Grabentin. Und auf einmal stand Perry Bräutigam da in Jena am Tor. Und nicht nur in Jena, sondern dann eben auch in der Nationalmannschaft. Also das ist ja ein Wunschtraum, den man sich da erfüllt hat, den man als Kind ja mitgenommen hat. Jena, Anfang 1990, auch für Perry Bräutigam ist beim FC Carl Zeiss nichts mehr so, wie es Wochen zuvor noch war. Nach dem plötzlichen Mauerfall geht zwar der Spielbetrieb der DDR-Oberliga weiter, doch die Unsicherheit wächst. Zum Rückrundenstart muss Bräutigam mit Jena gegen den DDR-Rekordmeister ran, der heißt aber nicht mehr BFC, sondern FC Berlin. Teufelskerl Bräutigam. Keiner konnte dir mal sagen, wie geht's mit unserem Verein weiter. Kriegen wir das hin? Finanziell wusste keiner, wie was gemacht wird. Wir waren ja unterstützt von den Trägerbetrieben. Da wusste auch keiner mehr so richtig, wie fließen da die Gelder, wie bezahlen wir unsere Spieler überhaupt. Jeder hat natürlich dann schon den Fokus gehabt. Ja, wäre ich dann auch angesprochen von irgendjemandem, will mich vielleicht auch jemand in den Westen holen, in die Bundesliga. Und so lag der Fokus eben ganz, ganz woanders. Und du hast das dann eben auch gemerkt, du hast dann teilweise Spiele bestritten vor 2.000, 3.000 Zuschauern. Weil die natürlich auch einen ganz anderen Fokus auf einmal hatten. Reisefreiheit, sich ins Auto setzen, darüber fahren. März 1990, Perry Bräutigam fährt nun nicht mehr Trabi, sondern hat vom Verein einen flotten Flitzer aus dem Westen bekommen. Das Zeichen, der Keeper soll in Jena bleiben. Der Torwart konzentriert sich erst einmal auf die EM-Qualifikationsspiele mit der Nationalmannschaft. Das junge Team von Trainer Eduard Geier ist vor der Weltmeisterschaft ein gefragter Testgegner für die Endrundenteilnehmer. Nach den Länderspielen gegen die USA und in Schottland geht es im Mai zum dreifachen Weltmeister Brasilien. Vor diesem Spiel gab es eine Zusammenkunft und dort ist uns ganz groß und hoch und heilig versichert worden, dass wir diese Europameisterschaftsqualifikation auf alle Fälle spielen. Mit der Freude sind wir dann nach Rio geflogen, haben dort das Testspiel gemacht, sind wieder zurückgekommen und haben uns alle auf die neue Saison vorbereitet und haben uns gefreut, dass es diese Qualifikationsrunde gibt. Im Maracana schafft die DDR mit Bräutigam im Tor ein vielbeachtetes 3:3 Unentschieden. So wächst in der Mannschaft die Zuversicht, eine echte Chance auf das Erreichen der EM-Endrunde zu haben. Selbst als der Westen Wochen später in Italien Weltmeister wird. Dann der Stimmungswandel. Brüssel im September 1990. Das Qualifikationsspiel gegen Belgien ist sportlich plötzlich ohne Bedeutung. Auch wird es kein Qualifikationsduell mehr Ost gegen West geben. So hatten es Bräutigam und Co. kurz davor erfahren. Dass diese Qualifikationsrunde doch nicht mehr gespielt wird, dass es ein Vereinigungsspiel in Leipzig gibt zwischen BRD und DDR. Und da haben wir uns schon ein bisschen veralbert und ausgetrickst gefühlt. Daraufhin haben ja ganz, ganz viele Spieler von uns abgesagt, weil wir eben verschaukelt worden sind. Insgesamt 19 Absagen hatte es vor dem Belgien-Spiel gegeben, irgendwie verständlich. Nur 3 Monate nach diesem letzten Länderspiel einer DDR-Auswahl gibt es für Perry Bräutigam eine große Überraschung. Zum ersten Mal sind 5 Spieler aus der nun ehemaligen DDR beim Auftritt der DFB-Elf dabei. Sammer, Thom, Kirsten Doll und Perry Bräutigam, der noch immer in Jena spielt. Also ich komme dort hin, ich komme als Ossi noch zu spät, die hatten schon eine Vormittagstrainingseinheit. Ich kam in Klamotten dorthin, wo ich dachte, ich bin schick angezogen, die waren aber schon seit 5, 6 Jahren out. Und das zu einer Mannschaft, die gerade vor ein paar Monaten Weltmeister geworden ist. Das waren alles Spieler, die hast du noch vor ein paar Monaten nur durchs Westfernsehen gesehen, in der Bundesliga spielen sehen. Und hast dir immer gewünscht, dass du gegen solche Mannschaften, gegen solche Spieler mal deine Kräfte messen kannst. Perry Bräutigam kann leicht verschmerzen, dass er bei diesem Länderspiel nicht zum Einsatz kommt. Denn der Bundestorwarttrainer heißt zu dieser Zeit Sepp Maier. So endet das Jahr 1990 für ihn mit der Erfüllung all seiner Kinderträume. Dieses Erlebnis wird ihn 12 Jahre lang durch die zweite Hälfte seiner Torhüterkarriere nun in der Bundesliga tragen.